Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part hier zu Hogwarts Legacy. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr hattet heute alle einen wundervollen Tag. Und hier geht's weiter mit unseren spannenden Quests. Und ich werde jetzt aber erstmal ganz kurz in unseren Raum der Wünsche gehen. Denn ich will mal gucken, wie unser, sag schon, unsere Tränke hier. Wir brauchen ja Tränke, die haben wir ja in der letzten Zeit benutzt und sehr oft benutzt, weil wir ja mitbekommen haben, hör mal, ist ja ganz schön, ne, wir kriegen hier ganz schön eins auf die Mütze. So, nehmen wir bitte einmal hier und können einen neuen herstellen. Dankeschön. Wir haben denn jetzt 9 Stück. Ich glaube, das passt eigentlich, oder? Hier haben wir ein Donnergebräu. Hier haben wir Dünger, den können wir einsammeln. Hier haben wir noch ein paar Pflanzlis. Leute, was ich euch erzählen muss, ich habe tatsächlich offstream mittlerweile mal alle Demigeister gesucht, sodass wir Alohomora auf Stufe 3 haben. Das heißt, wir können jetzt sämtliche Türen, die bei uns jetzt hier demnächst auf uns zukommen, können wir einstellen bzw. öffnen, was sehr gut ist. Und ich würde tatsächlich heute gerne die Quest machen, hier im Schatten des Relikts. Ich habe eine Eule von Omninus erhalten. Er hat sich ernsthafte Sorgen, macht sich ernsthafte Sorgen um Sebastian. Ich sollte mit ihm und Anne bei den Katakomben treffen. Sprich mit Omninus bei den Katakomben. Wir lernen dann Avada Kedavra. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Denn ich weiß schon von anderen aus der Community, dass wenn man eine falsche Antwort gibt, dass man dann Avada Kedavra nicht lernt. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen und wir natürlich Avada Kedavra lernen wollen, denn wir haben jetzt schon 2 unverzeihliche Flüche gelernt, dann lernen wir den dritten jetzt auch noch, oder? So, wir folgen mal hier unserer Motti hier wieder durchs Schulgelände. So. Und die Demigeiser, die habe ich mit einer Liste aus dem Internet abgesucht. Ich bin da einige Orte hier lang geflogen, wo wir vorher noch nicht waren. Aber das hat mir nochmal gezeigt, dass man, glaube ich, tatsächlich off- oder on-stream sämtliche Orte mal abdüsen sollte, um zu gucken, was man dort alles bekommt. Und dann hat man da noch diverse Nebenquests und... Hör doch mal auf, sage ich euch. Hör doch mal auf. Vielleicht machen wir so ein paar interessante Nebenquests tatsächlich mal hier zusammen in so einer Folge. Weil die ziehen sich ja auch immer eine ganze Weile. Und ja, ihr sollt ja natürlich auch davon was mitkriegen. So. Hier lang. Wo geht's jetzt hier lang? Da lang. Weiter. Und dann sind wir auch schon, dass wir demnächst haben wir eine Aufgabe, dass wir wieder in die Kartenkammer müssen. Ist es noch so weit? Oh Gott. Bin gerade am überlegen, ob wir nicht doch am besten uns porten. Aber wo waren denn die Katakomben? Nee, das können wir nicht laufen, Leute. Guckt mal. Jesus. Das ist ja richtig weit weg. Nee, das können wir nicht laufen. Wir gehen hier hin. Let's go. Reisepunkt festlegen und dann wird geportet. In der Zeit mache ich mal ganz schnell wieder meinen schlauen Wecker hier an. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir lassen uns einfach überraschen, würde ich sagen, oder? Wir sind natürlich wie immer ein bisschen aufgeregt. Ich würde jetzt mal so spontan tippen. Eventuell begegnet uns eine Spinne? So... Vielleicht eine? Ach, hier ist Omninus. Sebastian, okay. Ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Omninus, er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Omninus. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Omninus, ich... Nicht! Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Ich weiß, das ist meine Schuld. Sebastian hört nicht auf mich. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht.
Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Okay, Inferis kommen statt Spinnen. Oh, Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Katakomben von Feldcroft. Dann schauen wir mal, was jetzt hier kommt. Die Katakomben von Feldcroft. Revelio. Sebastian. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Okay. Stimmt, hier waren wir schon mal drin. Da sind wir irgendwie da nach oben gekommen, ne? Ist da oben was? Sind jetzt hier neue Sachen drin? Nee, ne? Hier haben wir nur ein Säckeli. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne. In der großen Halle. Da sind sie. Bombarde! Confringo! Confringo! Accio! Lazio! Au! Au! Confringo! So, die machen wir am besten mit Feuerzauber weg. Bombarde! Confringo! 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 Accio! Defendo! Jesus Christ! Revelio! Oh, die sind richtig stark, ne? Die machen richtig Aua. So. Haben wir hier hinten irgendwas? Da haben wir nichts. Jesus Christ. Wartet mal ganz kurz. Mal juckt mein Auge. So. So, so, so. Dann schauen wir mal hier lang weiter. Müssen wir hier überhaupt lang? Ach du Kacke. Zuletzt waren hier nicht so viele in Feri. Nee, nicht wirklich. Und keine Spur von Sebastian. Komm, Bingo. Defulso! Confringo! Tomano! Definto! Lazio! Confringo! Confringo! Sehr gut. Sehr gut. Bombarda. Bombarda. Confringo. Au. Defindo. Au. Bombarda. Confringo! Levius Bombarda! Vingadium Leviosa! Genau, Vingadium Leviosa bringt's jetzt hier. Confringo! Defindo! Accio! Defulso! Confringo! Stark sind sie denn, komm mal. Bombarda. Lazio. Accio. Confringo. Ach, da ist ein Problem. Haben die weg jetzt hier. Tschüss. Uff. Warte bitte kurz. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren, während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern.
sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte, zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und das Erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Okay, ach, das noch ein Inferie. Revelio! Sebastian kann die kontrollieren? Holy shit, wie weit ist er bitte mit seiner Kraft mittlerweile? Dass er die Inferis kontrollieren kann. Gerade ein bisschen Schock. Also gerade bin ich ein bisschen geschockt. Oh nee, da sind auch so viele schon wieder, ne? Ach du heiliger Bimbam, das wird jetzt hier noch eine Tortur. So, komm mal hierher, Säckchen. Danke. Uff. So. Schweben da schon die ganze Zeit immer so Kerzen rum? Ich weiß es gar nicht mehr. Revelio. Können wir das hier kaputt machen? Defendo. Defendo. Wir gehen hier erstmal lang. Erstmal gehen wir den sicheren Weg hier lang. Ne? Wir wollen erstmal gucken. Erstmal Cookie Cookie machen, was hier auf uns zukommt, bevor wir hier wieder volle Bulette in die, ne? Ach, das ist der Raum hier gewesen. Stimmt. Daran kann ich mich auch noch dran erinnern. Revelio. Revelio, Revelio. Jo. Accio. Mach mal auf. Sehr schön. Können wir hier nochmal einsammeln. So, so, so. Tschüss, Sikorski. Wir sind wieder weg. So. So. Oh nee, nicht diese ganzen Inferis. Da muss ich sagen, da sind mir Spinnen tatsächlich ein bisschen lieber, Leudis, ne? Da sind mir Spinnen tatsächlich ein bisschen lieber, muss ich ja so ganz ehrlich euch so mitteilen, ne? Also da sind Spinnen tatsächlich, ne? Das sind halt auch so eine Gemeinis. Revelio. Ach, kommt her hier, uns bleibt eh nichts anderes übrig. Ja, kommt her hier. Wie viele Inferi sind hier? Ja, weiß ich auch nicht. Zu viele. Können wir die auch irgendwie Imperium machen? Danke. So. Kruzio. Ich meine, wenn wir schon die magisch die böse Fisch haben. Ah, weg. Accio. Defendo. Bombarda. Lazio. Confringo. Imperium! Confringo! Bombarda! So. Revelio! Sehr gut. Müssen wir noch den einen hier wegmachen. Ach, da sitzt der schon, der Spinner. Easy. Defendo! Accio! Lazio! Bombarda! Defendo! So, weg damit. Revelio. Ach du Scheiße. Na komm her, hier Mäuschen. Mhm. Accio. Bombarda. Okay, will sie nicht? Accio. Nö, sie will nicht. Gut. Soll Revelio mich nicht weiter stören, würde ich mal behaupten, oder? Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Müssen wir hier lang weiter? Finde Sebastian. So, Sebastian. Wo bist du? Kollege. Mama Piep. Da ist Sebastian. Wir haben ihn gefunden. Ach, da sind die ganzen Inferis. Accio. Nee, bitte den da drüber. So. Nee, da brauchen wir Wingardium Leviosa, ne? Wingardium! Ich muss irgendwie auf diesen Vorsprung kommen. Vielleicht hier. Hallo. Wollt ihr
Schau ich mal hier. Hallo? Danke. So. Akio! Radium Leviosa. Ach komm schon. Wingardium Leviosa. Also. Ist das bescheuert, ey. Egal, ich wollte eh gerade noch mal was gucken, ob wir hier hinten noch irgendwas haben. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Weil ich glaube, Revenia, da hinten noch gesehen zu haben, dass hier ein Sack ist. Da hinten. Und da ist eine Truhe. Diese Inferi wirken überhaupt nicht kontrolliert. Bombarda! Akio! Depulso! Confringo! Glazio! Akio! Defindo! Bombarda! Glazio! Confringo! Also ich muss sagen, Depulso. Wenn Sachin Sebastian die kontrolliert und er die gegen uns einsetzt, dann finde ich das ganz schön scheiße. Confringo. Weil wir sein Home sind. Bombarda. Wisst ihr, wie ich meine? Defindo. Also ich habe eigentlich gedacht, dass wir sein Home sind. Revelio. Und wenn er uns damit... sag schon, die Tour ist offen, ne? Ja. Und wenn er uns damit, sage ich jetzt mal, hier alleine lässt und wir hier kämpfen müssen und er die auf uns hetzt, dann ist er gemeini. Oder wie seht ihr das? Ihr seht es doch bestimmt genauso, oder? Dass es dann ultra gemeini ist. So. Sebastian, können wir jetzt über dieses Ding da auch rüberspringen? Wir probieren es mal. Nimm mal hier Anlauf. Ah, nee, natürlich nicht. Ach, Figur, warum machst du das denn nicht? Sebastian, kannst du uns mal hier helfen? Wingardium Leviosa. Ist doch eigentlich sonst immer gewesen, einfach nur darauf sitzen, oder? Wieso machen wir das nicht? Na endlich. So. Da ist Sebastian. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Akio Relikt! Salomon! Nicht!
Das Relikt! Das wirst du wissen! Ihr beiden! Kondringo! Amada! Ich beende es jetzt! Das Relikt! Klazio! Ich komm ja auch noch rück, ne? Vivioso! Protego! Kindo! Lazio! Contringo! Protego! Bombada! Defendo! Vivioso! Lazio! Contringo! Defoldo! Descendo! Contringo! Jetzt müssen wir gegen den Onkel hier kämpfen, oder wie ich hier aus? Accio! Levioso! Bombarda! Protego! Kämpft doch nicht gegen Menschen! Contringo! Levio! Incendio! Imperio! Contringo! Grazio! Defendo! Sollt uns doch beschützen! Descendo! Contringo! Contringo! Defoldo! Contringo! Pampa! Protect! Grazio! Shit! Levioso! Hallo, können wir uns mal heilen? Danke, warum nehmen wir hier nichts an? Contringo! Oh mein Gott, was ist das hier für ein Kampf? Bombarda! Olivioso! Mr. Shadow! Contringo! Imperio! Accio! Lazio! Contringo! Bombarda! Defendo! Defendo! Accio! Defendo! Lazio! Contringo! Defoldo! Oh, du Scheiße! Oh mein Gott! Contringo! Wer ist das? Bombarda! Levioso! Defendo! Contringo! Accio! Bombarda! Levioso! Defendo! Contringo! Du bist zu weit gegangen! Lazio! Contringo! Defoldo! Accio! Diese Inferis gehen auch nicht kaputt, kann es sein? Bombarda! Defendo! Levioso! Accio! Lazio! Contringo! Contringo! Defendo! Bombarda! Defendo! Levioso! Bombarda! Contringo! Accio! Lazio! Levioso! Contringo! Contringo! Defoldo! Levioso! Keine Heilung, Sebastian! Hör schon auf! Ich lasse sie nicht leiden! Avada Kedavra! Thank you.
geschehen. Oh, Anne. Was hast du getan? Die Frage ist, was hast du getan? Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Oh mein Gott. Was war das? Er hat einfach seinen Onkel getötet. Sebastian, warte! Und diese Musik auch noch dazu, ne? Halt, Sebastian! Warte! Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen geschockt. Verwirrt. Dass Sebastian so weit gegangen ist. Er ist wirklich so weit gegangen, um seine Schwester zu retten. Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Uff. Ja, das ist jetzt natürlich, wie antworten wir da drauf jetzt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingemischt hat. Die Demigeist-Statuen und die darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten anderer einmischen. Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über die Demigeist-Monde. Mhm. Offenbar ist er in Hogsmeade. Mhm. Ich sollte ihn mal besuchen. Ja, vielleicht sollten wir das mal, aber erstmal machen wir was anderes. Wir haben hier eine Merlins-Aufgabe und... Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, ich auch. Mal gucken, was das diesmal für eine ist hier, hör mal. Zeig mal hier. Schaffen wir die diesmal oder schaffen wir die diesmal nicht? Wie, wir werden jetzt ja angegriffen, finde ich nicht lustig. Revelio. Ach, das ist genau die, die ich nie verstehe, was man da machen muss. Ja, kommt her, hier. Defindo! Ringardium Leviosa! Crucio! Das ist ein Schmerz. Confringo! Ja. Let's go. Wo waren jetzt hier die hier? Sie kam keine Sekunde zu früh. Musste man die hier so machen? Confringo! Ah, die musste man kaputt machen, okay.
Weil bei einigen wusste ich, dass man die zerstören musste. Revelio. Bei anderen ist zum Beispiel die, wo man das da oben so drehen muss. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, was man da machen muss. Wir werden jetzt aber gleich ganz kurz mal in die Krypta gehen, weil ich weiß, dass man auch im Nachhinein, auch wenn wir es nicht anwenden wollen, und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich die falsche Antwort gegeben. Ich glaube, wir hätten, natürlich ist unser, sagt unser gutes Herz aus, dass wir natürlich nicht, dass wir sagen, dass man diesen Zauber nicht lernen sollen. Aber ich glaube, wenn wir gesagt hätten, ja, man muss diesen Zauber kennen, hätte uns Sebastian den mit sicherlich mit Vergnügen gezeigt. Aber es gibt tatsächlich noch einen anderen Weg, um die zu lernen. Aber erstmal machen wir hier die Tour. Man kann es nämlich im Nachhinein auch, das habe ich nämlich auf Twitch gelernt, dass man im Nachhinein tatsächlich nochmal die Flüche lernen kann, indem man nochmal in die Krypta geht und mit Sebastian redet. Und das machen wir jetzt mal. Wenn wir das hier erledigt haben. Das waren, glaube ich, alle, ne? Selbst Merlin stolz. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, ob wir in die Krypta, ob wir da hinreisen können. Wo wir das geheime Räume. Haben wir hier einmal die Kartenkammer? Nee. Das ist Raum der Wünsche. Wo waren das? Die Krypta war doch auch in irgendein Raum in der Nähe. Ravenclaw, Trophäenraum. Haupthalle. Südflügel. Krankenflügel? Nee, nee, nee. Wo waren das nochmal? Hier bei Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wir gehen mal dahin. Wie sind wir nochmal in die Krypta gekommen? Crazy, crazy. Das ist jetzt natürlich hier eine Frage, die Chris hier nicht so einfach hier hinbekommt, aber das war doch irgendwo hier. Irgendwo hier war das. Ich kann mich dran erinnern. Irgendwo hier. War das hier schon? Nee, das war der Klassenraum, ne? Ja, das war der Klassenraum. Hier ging es nicht zur Krypta, aber eine Etage tiefer, oder? Ha, hier. Dann war ich doch gar nicht so falsch. Jetzt gucken wir mal, ob wir Avada Kedavra lernen können. So. Da ist er. Ich wollte fragen, ob du mir einen Fluch beibringst, den du erwähnt hast. Ach ja? Welchen? Den Todesfluch. Ich möchte lernen, wie man den Todesfluch wirkt. Nach all dem, was passiert ist? Nun gut. Du musst deinen Zauberstab sehr präzise führen. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Willst du noch andere Flüche lernen? Ich habe alles erlernt, was ich wollte. Das ist alles, was ich lernen wollte. Danke. Natürlich. Dieses Wissen würde ich niemandem sonst auf der Welt anvertrauen. Lass uns bald nochmal sprechen. So. Jetzt können wir auch diesen Flug. Avada Kedavra. Da ist er. Heilige Mutter. Dass wir das irgendwo nochmal lernen. Jesus Christ. Jesus, Jesus Christ. Können wir den ja auch gleich mal, weil ich habe nur einen Talentpunkt über, sogar zwei. Wo ist denn hier Avada Kedavra? Hier, ne? Ja, einmal hier lernen. Ja.
Dann haben wir noch einen über. Mal gucken, was wir hier noch machen können. Verunschuldigt und bleiben länger betäubt. Naja, können wir aber den hier mal lernen. So. Hier haben wir eine Dings bekommen. Kampf wahrscheinlich. Ihr habt hier unten was Neues gelernt. Die Inferis. Und damit würde ich sagen, beenden wir doch den sehr, 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 sehr aufregenden Part hier. Wir haben gelernt, Avada Kedavra. Wir haben gesehen, dass Sebastian Avada Kedavra eingesetzt hat und seinen eigenen Onkel umgebracht hat. Und wir es nicht verhindern konnten. Seine Schwester hat es gesehen. Und ja, Sebastian ist ein bisschen aus dem Wind oder durch den Wind. Ich bin natürlich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ob Sebastian das verarbeiten kann, I don't know. Wir haben jetzt nochmal hier gerade bessere Handschuhe bekommen. Die werden wir mal gerade anziehen. Hier. Und dann werden wir die auch gleich mal bearbeiten. Und ja, crazy. Wie fandet ihr denn die Folge? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wie ihr das fandet, ob ihr sagt, oh, oh, Sebastian ist wirklich zu weit gegangen, oder ob ihr Sebastian doch ein bisschen verstehen könnt. Ich werde jetzt diesen Part hier an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart, und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wenn es heißt, aufregende Zeiten in Hogwarts Legacy. Bis denn und auf Wiedersehen.